Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, meine werten Ladies and Gentlemen, zurück zu Baldur's Gate 3. Wir gehen mal eben kurz ins Quest-Tagebuch, bevor wir hier ganz dumme Sachen anstellen, und ich gehe stark davon aus, dass wir die auch gleich anstellen werden. Wir erfuhren, dass Schattenherz Baldur's Gate erreichen muss, um eine Mission für ihre Gottheit zu erfüllen. Und was es bei dieser Mission genau geht, ist aber ein Geheimnis, ja. Die Gisianki-Kriegerin, wir haben mit ihm gesprochen, er sagte, er hat die, ja, er hat sie gesehen, haben wir mitbekommen. Und Gail sagte uns, dass er das Gewebe mächtiger magischer Gegenstände konsumieren müsse, da sonst eine große Katastrophe drohe. Dann finde die Patrouille nordwestlich von hier. Bitte die Goblin-Priesterin um Hilfe. Wir erfuhren, dass ein Goblin-Stamm von einer Priesterin mit mächtiger Magie angeführt wird. Es ist riskant, sich mit den Goblins einzulassen, aber es könnte der einzige Weg sein, um geheilt zu werden. Also wenn das Spiel alleine so etwas hat, da bin ich mir ja ehrlich gesagt nicht sicher, ne? Wo ist denn das? Auf Karte zeigen. Ach, sie muss uns ja gar nicht verraten, wir haben es auf der Karte. Aber nein, wir wollen ja nicht so sein. Moment, komm mal her. Running out of time, Wargmeat. My family will be here soon. Let me out! Also, normalerweise Taten haben Folgen. Wir sagen jetzt, wir holen dich raus. Then hurry up and do it. My tribe ain't as friendly as I am. Deswegen werden wir sie höchstwahrscheinlich noch alle erschlagen. Das heißt, Asterion, wärst du so nett und würdest einmal bitte das Schloss knacken? Das reicht. Hoffe ich mal. Sehr knapp. Aber es reicht. So viel dazu. Eisengitter. Gebrochener Eid. Also ich glaube, wir haben gerade irgendwie ganz, ganz schlimme Fehler begangen. Wir haben unseren Eid gebrochen, stand da gerade. Sag mir bitte erstmal, wer ist diese Absolute? We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Folgt mir, ich beschütze euch. Happily, lead the way. Und, oh, okay. Was Spasmen packen deine Brust? Deine Stärke lässt nach. In dir wächst eine Leere, Paladin. Etwas ist verloren. Ihr habt euren Eid gebrochen, Paladin. Am Ende des Tages werde ich auf euch warten. Wir haben viel zu besprechen. Was haben wir getan? Gebrochener Eid ist ein Zustand. Du hast deinen heiligen Eid gebrochen und deine Überzeugungen verraten. Du kannst keine eidfokussierenden Ladungen mehr benutzen. Das war, glaube ich, hier Handauflegen unter anderem. Geh ins Lager und überlege, was geschehen ist und was als nächstes kommt. Wir haben sie natürlich jetzt an der Backe. Wir sollen sie hier irgendwie rausbringen und ich habe noch nicht mal eine leiseste Ahnung wie. Und jetzt sind wir nein, da wollte ich gar nicht hin. Jetzt, was ist denn mit uns passiert? Eidfokusladung. 1. Achso, einmal geht noch, oder wie? Hand auflegen, Ladung, Eidfokus. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wir haben unseren Eid gebrochen als Paladin. Das ist halt echt uncool, ne? Das ist eigentlich etwas, was ich nicht unbedingt haben möchte. Weil keine Gnade für das Böse, bestrafe jene, die ihre Bosheit in die Welt tragen, indem du sie für immer aus der Welt tilgst.
Wenn ein Paladin nicht der Lehre folgt, verrät er seinen Eid und wird zu etwas ganz anderem. Das heißt, wir sind dann ein abtrünniger Paladin. Oi! Don't leave your pal Caesar behind! I can't follow your fancy booyog! Das heißt, wir müssen sie erstmal hier rausbringen. Ah, nein. Nein. Bin ich ehrlich? Nein. Also das geht wahrscheinlich gerade eine Nummer zu weit. Ich denke mal, wir werden das Ganze ein wenig überspringen. Aber das ist ja Wahnsinn. In was für eine Richtung geht das denn bitte? Running out of time, Wargmeat. My family will be here soon. Let me out! Also wir haben ja hier immer noch die Möglichkeit zu sagen, hör mal, es läuft so oder es läuft so. Das heißt, wir haben hier jede Entscheidungsfreiheit noch. Und alleine für dieses Mundwerk würde ich es am liebsten schlachten. Wir haben immer noch die Möglichkeit, alles tun und machen und lassen zu können, wie es uns beliebt, ja? Du kannst das nicht doch. Nicht erreichbar. Asterion. Nicht erreichbar. Doch, das ist erreichbar. Es ist natürlich jetzt die Frage, welchen Weg wir gehen möchten. Wir müssen hier springen, ne? Wir könnten nach da springen. Da unten kriegen wir aber hart ins Gesicht. Wir könnten aber von dort darunter und dann rüber, oder? Oder direkt hier rüber. Minus 3 TP, minus 7 TP. Komm mal hier rüber. Eine Steintür. Ach, hier ist auch so eine knorrige Wurzel. Eine unterirdische Passage. Ach, sieh mal einer an. Oh. Moment. This calls for careful footwork. Shut it. Boss should whip you for talking that way. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Blaue Augen. Let's find another one. Eine Wächterstatue. Okay. Eine Rune des Bäres. Also, die Gobos haben irgendwie einen Weg hier runter gefunden, was sie auch immer tun. Und das wäre wahrscheinlich dann auch ein Weg, den wir gehen könnten mit ihr, falls wir sie befreien möchten. Mhm. Okay. Ich würde aber sagen, wir bleiben erstmal in der Stadt, richtig? Weil sonst geht das vielleicht alles ein wenig in die Hose. Würde ich jetzt erstmal vorschlagen, Stück für Stück, in aller Ruhe. Aber wir wissen schon mal, was sie vorhat. Das finde ich halt ganz interessant. Asterion, bist du so nett? Und gehst du mal vielleicht alleine? Weil du kriegst ja keinen Fallschaden, oder? Warst du nicht ein Dieb, der sehr agil ist und ne? Oh Gott, was war das denn? Was für ein Mushroom? Junge, Junge, Junge. Irgendeine Explosion. Was ist denn das für ein Kram? Verrotteter Korb. Gib mir ruhig die Sachen her. Können wir jetzt da irgendwie oben reinspringen?
Nicht? Kaputte Tür. Angreifen. Eine Mistgabel. Gib sie mir. Aha, und schon sind wir drinne. Wahrnehmung erfolgreich. Was ist das? Ausgezehrter Fackelstelz. Mhm, das ist also das, was hochgeht. Kochtopf. Ich dachte, wir haben jetzt gerade hier voll das tolle Geheimnis gefunden, aber irgendwie... Kannst du hier oben hochspringen? Nee, das gehört nicht dazu. Kannst du die Zelle von innen jetzt aufmachen? Wofür war das dann gut? Mhm. Gut. Sehr schön. Aber wofür war es gut? Das ist immer die Frage, ne? Wofür war es gut? Ja, guck mal, so könnten wir dich befreien, wenn ich nicht meinen Pakt verlieren würde. Und ich dann wahrscheinlich schwächer werde. So. Alle wieder zusammen. Sehr schön. Alle hier rüberkommen. Das funktioniert sogar auch. Cool. Alle da? Alle da. Ah, verdammt. Ey. Warum lauft ihr denn auch da rein? Warum lauft ihr denn auch da rein? Ein Beutelchen. Oh, danke. Oh, hier ist auch so eine Wächterstatue. Aber die ist irgendwie nicht aktiv, oder? Speisekammertruhe. Oh. So, speichern wir mal, ne? Können wir da jetzt einfach reingehen? Stop! This place is off limits. Leave. Ihr Gesicht studieren und versuchen, ihre Emotionen zu lesen. Wir sind auf jeden Fall daran... Ich helfe euch. Was hat sie denn? Einschüchtern. Also einschüchtern ist ja übelst brutal. Meine Güte. Wir könnten sie täuschen. Hui. But Zevlor said I... Damn it! Figured it was a pity post anyway. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. Was hast du gemacht? Braucht ihr Hilfe beim Aufstehen? I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! Sie kann dich nicht verfolgen, ihre Taschen schnappen und verschwinden. Das klingt interessant. Wo habt ihr den Trank her? From the old lady in the cave. The one with the lotions and potions. To her credit, it worked. I'm as strong as a bugbear. And fearless. Of course she also warned of side effects. Should have listened. Now I'm stuck guarding crates. Das klang... Ja. Lasst mich euch... Kann ich sie heilen? Ja, ne? Wenn die Goblins kommen, seid ihr erledigt. Ich kann euch heilen, aber das kostet. Das wäre schon wieder ein bisschen... Aber warum eigentlich nicht, ne? Ihr fühlt euch bestimmt nutzlos. Kisten bewachen ist eine ernste Sache.
Das klingt nach einer Nebenwirkung. Lasst mich euch heilen. All right. I guess being fearless won't help if an arrow comes flying right at me. Haltet still, dann wirke ich den Zauber. Schließ mal bitte die Tür. Nicht, dass irgendeiner von draußen uns noch sieht. Was ist denn mit ihr? Sie ist gelähmt. Untersuchen. Gelähmt durch Magie. Kampfunfähig. Okay, sehr schön. Das heißt, wenn wir sie jetzt heilen, dann haut sie ab, oder wie? Verängstigt, Krankheiten und Gifte. Wir brauchen irgendetwas, womit wir Magie entfernen können. Mit Toten sprechen. Mhm. Tot ist sie nicht. Haben wir sowas nicht? Wir müssen doch als Paladin eigentlich so einen Zauber haben, oder nicht? Ja, wir heilen, aber passiert aus uns gar nichts. Rettungswürfe, gleißender Schaden, Klassenaktion. Ja, nur Krankheiten und Gifte heilen. Wir haben keine Heilung. Wir bräuchten etwas, was die Magie aufheben könnte. Ach, hier ist der schaurige Strahl. Nee, irgendwie. Okay, haben wir denn einen Trank, der vielleicht helfen könnte? Sortier bitte mal eben kurz das Inventar. Das ist ein Gift, das ist ein Gift. Feuerresistenz. Elixier des Kolosses. Trank der Geschwindigkeit. Das Federfalz. Wir haben noch nicht mal einen Trank, ne? Ich glaube das Schattenherz sie heilen kann. Ich gehe mal stark davon aus. Oh je. Zum Lager. Anders geht es ja nicht, ne? Anders geht es nicht. Aber ich meine, sie hatte die Möglichkeit. Lazel. Sprecht. Bist du sauer oder was ist los? Wartet auf mich. Chuck, you believe you can survive without me? Ja, kann ich. Definitiv. As you say, do not keep me waiting. Ja, ja, okay. Das heißt, dann haben wir das so und so und so. Dann pass mal auf. Eigentlich bräuchten wir den Asterion für die Wahrnehmung, ne? Das finde ich schon ein bisschen schade. Aber gut. Schattenherz, meine Gute. Ich meine, du hast so einen Zauber. Something the matter? Ja, komm doch wieder mal mit. All right. Some company wouldn't hurt on the road. Especially if there's trouble. Ja, eben. Dankeschön dafür. Meine Liebste, Liebste der Liebsten. Kann ich die Reihenfolge irgendwie verändern? Mach mal zu. Kann ich sagen, du dazwischen. So, zack, 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 zack. Und der Magier als Letztes. Ja, das gefällt mir besser. No time to dally. So. Ja. Zauberbuch. Hast du die Möglichkeit... Sie muss die Möglichkeit haben. Sie ist eine Klerikerin. Sie muss irgendwas haben. Lähmung, Blindheit, da ist es. So. Lenkendes Geschoss raus. Und schwache Genesung rein. Der muss jetzt auch nicht vorbereitet sein, richtig? Okay. Mal gucken, ob das wirklich so funktioniert. Ich habe keine Ahnung, deswegen... Ja. Schwache Genesung. Ziel ist soweit entfernt. So, pass auf. My foot. It moved. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Cool. Still alive. Das heißt, jetzt ist wieder alles gut? Look, between us, you're not supposed to be here. But I'll turn a blind eye. Just don't touch anything, all right? Let them come. Goblins, gnolls.
I'm ready. Aber fasst nichts an? Was meinst du denn damit? Careful, I bite. Was denn jetzt? Waren die Sachen nicht eigentlich rot? Wie, wir dürfen jetzt doch alles mitgehen lassen? Echt, das ist jetzt die große Belohnung? Warte mal. Eine Speisekammertruhe mit dem Schrankschlüssel. Sie sagt nichts. Schrankschlüssel benutzt. Das Drow-Gift und andere schöne Gifte. Und sie sagt nichts. Seelenmünzen, eine Abhandlung. Akademische Transparenzerklärung. Die Forschungsarbeit wurde unabhängig finanziert und ist in Avernus durchgeführt, der erste Ebene der neuen Höllen. Die Gefangennahme sterblicher Seelen wird von Kerzenburg weder propagiert noch unterstützt. Das Konzept der Seelenmünze ist von gnadenloser Einfachheit. Die Summe aller persönlichen und magischen Essenzen, die Seele, wird in ein geprägtes Stück Hölleneisen geprägt und von Teufeln und deren Kohorten als Währung genutzt. Die Seelenmünzen wechseln häufig den Besitzer, denn man kann mit ihnen Söldner und magische Gegenstände kaufen und sie sogar nutzen, um die eigenartigen Gerätschaften in der Hölle anzutreiben. Gut, dass du ready bist. Allerdings umgibt die Seelenmünze auch eine faszinierende Kultur. Ich habe mit einer Teufelin gesprochen, die angab, eine Münze zu besitzen, die sie niemals verkaufen werde, denn sie sei der Handel, der sie über den Status eines Lemurs erhoben habe. In dem Sinne Hierarchie, meine ich. Sie brachte mich mit einem Halbelf-Hexenmeister in Verbindung, der versprochen hatte, seine Seele nach dem Tod für eine Münze bereitzustellen. Ich konnte seinen Vertrag einsehen, der unten angefügt ist. Die nächsten 50 Seiten bestehen aus einem hochkomplizierten Vertrag in infernalischer Sprache mit einem Kopfschmerz induzierender Anzahl an Fußnoten. Okay. Also in dem Sinne den Pakt schließen, ne? Die Teufelin und Co. Okay, sehr, sehr cool. Darf ich das mitnehmen? Okay, also sie sieht wirklich darüber hinweg und wir können hier jetzt in aller Ruhe uns umgucken. Das ist ja sehr cool. Das ist unsere große Belohnung dafür, dass wir ihr geholfen haben. Das finde ich ja stark. Das finde ich richtig gut. Speicher mal bitte. Wir können ja alles mitnehmen, ne? Denke ich mal. Hier Rucksack. Gucken wir mal. Kartoffeln. Rucksack können wir eh aufheben, falls wir noch mehr benötigen. Ganz viel Proviant. Yes. Also da kann man mal sehen, was für eine schöne Qualität dieses Game besitzt, dass wir einfach so mit jemandem uns unterhalten können, ne? Ja, helfen wir dem. Und dann sagt sie, ja, hör mal, gar kein Problem. Hier, Lagervorräte. Nimm! Oh, der ist leer, der ist leer. Kiste scheint leer zu sein. Ein Holzkoffer. Gucken wir mal. Nix. Da ist aber noch was drauf. Der offene Osten, Band 2. Ja, nimm den mal mit. Vielleicht finden wir noch den offenen... Oh, ich dachte, da steht jetzt gerade einer vor der Tür. Der offene Osten, Band 1. Dann gucken wir uns hier mal eben kurz um. Müssen wir ja. Das ist halt Pflicht in den Games. Wir brauchen die Lagervorräte. Flaschenregal, Flasche, Flaschenregal. Kann ja sein, dass überall was ist. Hauptbuch des Druiden. Nimm das mal mit. Ganz viel Kleinkram. Fallenschärfer, ja, Fallenentschärfungskit, immer wieder gut. Aber wo rennst du eigentlich dafür hin, dass wir uns hier umgucken möchten, ob hier irgendwas auf oder zu ist? Da ist auch nichts drin. Haben wir hier unten noch etwas? Nein. Nein. Okay, ich denke, dann sind wir einmal komplett durch, ne? Aber das hat sich ja richtig gelohnt. Das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Muss ich ja mal so sagen.
Vorne raus gehen wir aber dennoch nicht, oder? Ich würde mal sagen, nein. So, der Beutel ist leer, den haben wir. Ein paar schöne Schätze haben wir mitgenommen. So cool mit dem Erkunden und allem, ne? Du komische... Du Pilz, oder was das sein soll. So, dann einmal zurückspringen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit dem Gang? Sollen wir den erstmal ignorieren? Sollen wir ihn erstmal ignorieren? Wir können uns das ja merken, ne? Wir haben die komische Kuh, wir haben einen komischen Gang. Wir haben noch ganz zu Beginn des Spiels irgendeinen Felsen. Also ich meine, wir können uns die Sachen auch notieren. Wir speichern vorsichtshalber mal. Eieieiei. So, mit dir hatten wir geredet. Das ist alles stehlen. Was haben wir hier noch? Wer seid ihr? Hallo. I told you. Not now. Wie gesagt, nicht jetzt. Hallo? Having fun with your new goblin friend. Bet you aren't. Hör mal, es ist nicht unsere Goblin-Freundin, ne? Also, tu das mal nicht so. Fackel. Mhm. This is ridiculous. Depends. How many people are you gonna be sorry? True. Die unterhalten sich. Wen haben wir hier? Oh, Brustpanzer plus 1, Skorpionhelm, Rüstung. Boah, wie kommen wir denn an die Sachen dran? Wo liegen die? Die liegen da oben drin, ne? Ach du je. Keine Chance. Oder? Hi. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Die Schmiede fällt ja gleich auseinander. Seid ihr ein Schmied? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Mm-hmm. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Ist ja kein Problem. Können wir uns ja mal angucken. So, er hat auch wieder einen Haufen Gold. Das ist halt klasse. Er hat ganz viele verschiedene Waffen, wie ich das sehe. Ein paar schicke Sachen dabei. Wieder Färbemittel und dann wieder Rüstung. Ein Sicherheitsschild. Mhm. Ja gut, Rüstungsklasse 15, 13, 14. Eine Kampfspitzhacke. Eine Kriegshacke. Okay. Hand am Brust, ja, kurz. Oh, Waffenverzauberung plus 1, Zeichen des Jägers. Interessant. Der schicke helle Bade. Man sieht halt schon den Schaden, ne? Der ist gar nicht mal so bad. Also die immer Glühklinge ist für zu Beginn echt gut, aber die Sachen sind schon echt nicht schlecht hier. Metallstiefel, athletisch plus 1, die kosten auch nur 60. Rettungswürfe, Stärke plus 1, Metall, Handschuhe. Oh, wisst ihr was? Die könnten wir uns doch eigentlich... mach doch mal hier. So, zack, zack. Tauschen wir. Könnten wir doch eigentlich mal machen. So ein bisschen Rüstung ist ja nicht verkehrt. Hast du auch einen schönen Helm? Ja, hier. Rettungswürfe, Konstitution. Kostet ein bisschen mehr. Aber gib doch mal her. Wir haben ja genug, was wir ihm wieder verkaufen können. Dankeschön. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben einen schicken Helm, wir haben schicke Füße und wir hatten irgendwann mal, wenn die das denn sind, Metallhandschuhe. Yes. Cool. Wie sieht denn der Helm aus? Ach du Jemine. Nee, wir bleiben ohne Helm. Aber das sieht ja schon sehr cool aus. Ne? Das sieht cool aus, das gefällt mir. Wen haben wir noch? Speicher mal. So, was haben wir hier? Was ist denn hier los? Aber, meine werten Ladies and Gentlemen, mit Kale und anderen Leuten unterhalten wir uns dann das nächste Mal. Bis dahin.